So, Hallihallöchen, Hansen Peter hier und willkommen zurück zu Let's Play Yoku's Island Adventure. Ja, der kleine Yoku, der hat's nicht einfach. Ich glaube, wir können hier unten gar nicht lang. Nein, shit. Okay, fuck. Ja, willkommen zurück. Wir sind an der Gorilla-Statue. Müssen aber eher nach links. Und weil wir hier nichts machen können... Ja, gehen wir einfach. So, und zwar hier lang. Boing, 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 boing. Und weg sind wir. So, hoch mit dir. Alles klar, gehen wir mal. Wir könnten jetzt hoch zum Dorf, die Pakete ausliefern. Was können wir denn da drüben machen? Da können wir 300 Früchte zahlen. Da brauchen wir ein Bienenkostüm. Ja, wir können jetzt eigentlich... Achso, ja. Nee, ich war gerade verwirrt. So, wir können jetzt eher nach oben gehen. Wobei ich nicht weiß, wie. Oder nach links. Und weil wir links auch so viele Briefkästen haben, gehen wir mal nach links. So, einfach mal zurück zum Start. Und nein, Moment. Wenn wir zurück zum Start gehen, dann nehme ich ein anderes... Paket mit, das wir ausliefern müssen. Ich hoffe, dafür brauchen wir kein blödes Kostüm. So, bring mich hoch, höher, am hohesten. Ja, nein, ich will doch nur, ich will nur hoch. Bitte, ich will nur hoch. Ich will nur hoch, Mann! Ja, ich, nein. So, jetzt. Nein, da. Nein! Nein! Ja. Nein. Ach, scheiße. So, nein. 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 Fuck, ich komme hier nicht mehr raus. Ich muss länger warten. Ja, nein. Och, Mist. So, ja. Nein. Ja. Und hoch. Und höher. Und, ach, die Dinger laden sich immer wieder auf. Können wir hier jetzt rein? Nur wir Schädelbandenmitglieder. Aber wir sind cool. Oh. Ist das überhaupt ein wichtiges Gebiet? Ja, da hat es einen Weidling drin. Das ist ein wichtiges Gebiet. Die Entsafterei. Das war scheiße. Oh, ich will doch nur dieses blöde Paket holen, Mann. So, runter. Boing. Ja, nein. Ach nee. Ja, nein. Nein. Ja. Ja. Und wir kommen hoch. Oh, außer ich vergesse die Taste zu drücken. Oder beziehungsweise drückt die andere Taste. So, okay, oben. Oh. So, noch höher. Hallöchen, krieg ich deine... Was, der Gottmutter hat übel mitgespielt, was noch schlimmer ist. Niemand hat es gesehen. Wenn ich sage niemand, dann meine ich das. Der Ort hier ist normalerweise voller Plaudertaschen. Wenn jemand das wüsste, hätten sie es schon längst ausgeplaudert. Ja, welche Gestalt angenommen hat. Hey, der Typ ist befreit. Bis wir mehr wissen, ist jeder ein Verdächtiger. Also bleib auf der Hut. Solltest du damit weitermachen, die anderen Häuptlinge... Ja, okay, Häuptlinge zu finden. Ich will deine Maske. So als Beweis, dass wir zu dir gehören. Ach, Mann. Party! Na, Kumpel, bist frei. Schön, dich zu sehen, Yoku. Spina ist zurück. Ich hoffe, der Markberg war dir nicht zu heiß. Sei der Häuptling, der unter uns lebt. Ja, haben wir schon getroffen. Jede Gestalt annehmen. Wahrscheinlich ist der Papagei der Gottmörder. Er ist grün. Das ergibt Sinn. Ja, wir gehen zu Treak. Und wieder einen ganzen Weg runter. So eine Scheiße. Das hat keiner was gesehen. Also das... Verdächtig.
Na, bevor ich jetzt zu sehr ins Blaue rate. Was? Moment, wie komme ich denn hier links weiter? Ja, hier links könnte ich auch was. Oh, es ist so schwer. Soll ich jetzt runter? Ich gehe runter. Ich gehe runter und gebe jetzt das Paket dem Trico? Keine Ahnung, wie der heißt, Trico oder so. Ja. Lass mich fallen! Yay! Nö, ich mach da gar nichts. Und runter hier. Na, Moment. Ich mach die sichere Variante. So, und hier nochmal. Alles klar. Auf zum Start. Gorilla-Wilder, ist hier noch irgendwas? Nee, nur diese komische Pflanze, mit der ich noch nichts anzufangen weiß. Also. Ja. Oh, hier sollte ich auch mal einen Bienenexpress freischalten. Moment, du kriegst erstmal hier meine Post. Da unten ist der Kreisch. Ich kann in der Höhle aber nichts machen, oder? Nee, nicht wirklich. Also muss ich da anders hinkommen. Ha. Erstmal hier hoch. Oh ja, Bienenlinie. Haha, kaum sage ich es hier. Kann man doch was Nettes freischalten. Ja, nimm. So, wo können wir... Können uns da hinschießen lassen? Oh, okay, wir können uns nur da hinschießen lassen. Wo geht denn die lang? Aha, lauter unbekanntes Gebiet und dann zum Dorf hoch. Die Musik ist richtig fancy. Aber will ich hier schon lang? Eigentlich nicht. Nö. So, nur, dass wir es schon mal freigeschalten hätten. Oh, fuck, jetzt sind die Früchte. Die fliegen zum Himmel. Nein, meine Früchte. Verdammt. Richtig Anti-Party. So, hier wäre auch nochmal eine Bienenlinie. Da unten ist eine Truhe. Kommen wir da ran? Absolut nicht. Nee. Hm. Sehr schade. Also gehen wir hier runter. Nein, Moment. Erstmal gehen wir hier rüber. Weil ich will den blöden Brief jetzt... Oh, ein Tutorial! Ein wildes Tutorial taucht auf. So, zack. Erstmal Post für dich. Oh yeah, und ein Paket. Ein Paket? Tut mir leid, Trick wohnt nicht mehr hier. Ich glaube, die alte Nabi draußen im Riff ist mit Trick verwandt. Ach nee. Oh, die ist da links, ne? Ja. Ich wollte da eh nach drüben, weil da ja so ein cooles Windrad war, was wir anpusten können. Und dann machen wir Party oder schwimmen einfach hier runter. Nee, das machen wir gleich. Moment, erstmal. Wahrscheinlich führt uns die Quest eh dahin. Und da ist ein Weidling da unten. So, hi. Trick, sagst du? Der ist auf dem Elfenbeingipfel gezogen, Mann. In die unteren Hänge auf eine Klippe neben der Berg. Och, Mann. Warum hier und diese sonnige Küste verlässt, um an einen solchen Ort zu ziehen, ist mir ein Rätsel. Scheiße, wo ist denn der jetzt? Ich sehe den Quest da oben. Ach, da will mich doch verscheißern. Toll. Und zum Weidling. Oh, da kommen wir hin. Cool. So, dann kramen wir dich einmal aus. Unser Weidling. So, ja, weiter kommen wir da eh nicht. Gut, erkunden wir noch einmal den Ozean hier. Ich drücke immer die falschen Tasten. Oh, es geht tief runter. Okay, macht nichts. Wir haben den Fisch. Schwimmen in die Dunkelheit. Ich sehe nichts mehr. Okay, tiefer geht's nicht. In die Dunkelheit! Und hier ist ein Hindernis. Okay. Kein Geheimnis. Schade.
Aber dafür ist hier was. Und zwar eine Höhle und ein Weidling. Cool. Noch kurz eingesteckt. Yeah. Und dann hätten wir den Strand abgeschlossen, Partymann. Ich feiere diese Tröte einfach immer noch. Die ist klasse. So. Ja, ich glaube, das nächste Ziel ist dann einfach hier runter zu tauchen. Ja. Oder? Da oben wäre noch ein Briefkasten, zu dem wir hin könnten. Die Bienenlinie. Nee, wir tauchen. Wir tauchen ein bisschen ab. Weil da ist ein Schatz, den möchte ich haben. So, rechts, links. Rechts führt zum Boss, aber auch zum Schatz. Links führt zu komischen Pflanzen, die ich ja eh nicht verwenden kann. Ich möchte aber trotzdem kurz einmal schauen. So, was haben wir denn hier Lustiges? Ja, tatsächlich, dann... Ja, eine Höhle, da kann ich nur nichts machen. Belastend. Ich will wissen, wie diese Pflanzen funktionieren. Die tauchen ziemlich oft einfach auf. Oh, ich muss weiter tauchen. So, was haben wir hier in dieser Höhle? Ich brauche eine Schnecke. Verdammt. Überleben die unter Wasser? Wie es aussieht schon. Alles klar, nimm meine Früchtchen. Aufgesaugt. Und... Wait a second. Ah, okay, aber man kann nicht mit denen tauchen, weil sonst würden die ja wahrscheinlich explodieren, so wie jetzt! Oh, getimed. Zack. 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 Und da ist eine Truhe voll mit Fruits. Und einem Weidling. Yeah. Wie kriege ich dich auf? Ich kann dich nicht anpusten. Doch! Ich kann dich anpusten. Auf sowas muss man ja erstmal kommen. Okay, aber ansonsten ist die Höhle relativ leer. Da ist ein Briefkasten noch links. Wie komme ich zu dem Fiesling, zum Kreisch? Ich versuche gerade die Höhle rauszukriegen. Ja, okay, für den Kreisch brauchen wir aber das Upgrade. Oder? Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Nein. Ich glaube, wir klappern ein paar Briefkästen ab. Ich weiß echt nicht, was um. Scheiße, Mann, was soll ich tun? Ich gehe einfach hoch. So, boing. Yes. Und weiter geht's zum ersten Flipper-Spiel. Weil hier gibt es coole Früchte, Mann. Oh, nee. Rüber und... Sehr schön. Ja, da oben hat's flotte Früchtchen, freche Früchtchen. Das Netz ist aktiviert. Und ich kann hier noch, auch wenn hier kein Schwein wohnt, aber hier kann ich auch Prüfe reinschmeißen. Doch längst über 30 Briefkästen, oder? Nein. Komm zurück. So, was kann ich hier machen? Briefkasten haben wir eigentlich alle gefüllt, außer was auch immer da ist. Und den da. Soll ich Ich nutze das Bienennetz. So. Komm, ich guck mal an, was es so bisher gab. Ich kann mich jederzeit fallen lassen. Wenn ich mich hier fallen lasse, dann gibt es hier einen Weidling. Oh yeah. Und noch
tiefere Fallen. Okay, warte, ich nutze nochmal das Bienennetz. Aber erst im nächsten Part. Dann würde ich sagen, ja, im nächsten Part geht's weiter. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hans und Peter. Ciao.